Also es geht bei der Zero nicht um Stückzahlen, es geht ganz allein um Qualität. Mein Name ist Jörg Waldorf, ich habe jetzt 20 Jahre Metallbauerfahrung. Ich bin jetzt seit 2014, also von Beginn an Teamleiter der Zero. Das Äußere kommt nach innen, das Innere kommt nach außen. Insofern spielen die Räume außen innen miteinander. Das hat bis jetzt unseren Bauherren immer viel Spaß gemacht. Wir sind ein mittelständisches, sehr individuelles Architekturbüro mit zurzeit 17 Mitarbeitern, schwerpunktmäßig im hochwertigen Wohnhausbau für private Bauherren, zum anderen aber auch für Projektentwickler, aber auch sehr stark im Bürohausbau. Also im hochwertigen Wohnungsbau geht schon der Trend zum Flachdach hin, zu sehr geradlinigen Formen, zu anderen Wohnkonzepten auch. Also da ist auch ein Spiegelbild unserer Gesellschaft mittlerweile in die Grundrisse eingezogen. Diese geradlinige Form wird natürlich auch durch diese großen Glasflächen unterstützt. Also ich spreche da von sehr transparenten Gebäudekörpern. Da muss man natürlich raumhohe Fenster haben. Und mit der Zero-Anlage ist das jetzt möglich, diese Höhen zu überbrücken und dann auch noch vernünftig öffnen zu können. Das ist ja das Wichtige. Eine große Veränderung ist auch noch, dass die heutige Gesellschaft zu Hause alt werden möchte. Das heißt also barrierefreies Bauen, schwellenloses Bauen. So kann man also den Garten im Endeffekt wirklich ins Wohnzimmer holen. Zero ist das größte bewegliche Glaselement mit einer Fläche von bis zu 15 Quadratmeter pro Flügel. Und wir fertigen diese Größen hier in einer enorm hohen Qualität. Wir kontrollieren auf Beschädigung, schneiden den Randverbund absolut plansauber, damit die Verglasung später, wenn sie in dem Profil steht, plan aufliegt. Wir nehmen einen Kreuzlinienlaser, womit wir das Profil ausrichten können. Wir fangen dann an, die seitlichen Profile mit Kleber zu versehen. Der wird dann aufgetragen in Schlangenlinienform. Diese Profile werden dann aufgeklebt. Andere Hersteller gehen hin und verkleben das Profil vollflächig. Das heißt, es könnte sich Kondenswasser zwischen dem Rahmen und der Verglasung bilden. Und dieses Wasser kann dann nicht ablüften. Wir machen das ganz bewusst nicht, um eine Glasfalzbelüftung zu gewährleisten. Wir kontrollieren anhand der Laserlinie, ob es absolut exakt gerade verläuft. Die Fertigungstoleranz von 0,5 mm ist deshalb wichtig, damit wir Leichtgängigkeit und eine hohe Dichtigkeit des Flügels gewährleisten können. Das macht Zero aus. Das RC3-Zertifikat ist für uns Architekten, gerade wenn wir im hochwertigen Wohnungsbau sind, sehr wichtig, weil wir oft sehr, sehr hohe Auflagen von der Versicherung bekommen und die teilweise nur sehr schwer mit der Alarmanlage dann wieder zu kompensieren sind. Wir sind in Deutschland der einzige Hersteller, der diese Klasse mit solchen großen Flügelgewichten bis 15 Quadratmeter Fläche erfüllen kann. Insofern ist jetzt eine Anlage entstanden, die wirklich sehr leicht zu bedienen ist. Zum anderen ist auch sehr an der Winddichtigkeit gearbeitet worden. Das heißt also, die großen Glasscheiben verbiegen sich ganz anders. Und insofern war es wichtig, dass bei der Zero-Line-Anlage die Fenster auch verklotzt werden. Das heißt, mit stabilen Randprofilen versehen werden und trotzdem noch diese minimale Profilstärke beibehalten wird. Und das ist bei der Zero-Anlage hervorragend gelungen. Und deswegen ist es auch ein Produkt, was wir sehr gerne bei unseren sehr geradlinigen und kubischen Gebäuden einsetzen. Ja, sehr stolz. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr froh, dass ich diese Arbeit machen darf und dass ich eins der Top-Produkte von Solarlux bauen darf.